Ein Moinsen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Geißelsberg, meine lieben Freunde. Im AS Challenger Projekt, meine lieben Freunde, mit mir und dem lieben Oskar TV. Moinsen. Und dem Fabi. Hallöchen. So, Leute, beendet. Das ist ein gutes Sprichwort, Leute. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich natürlich. Den kann ich jetzt mittelst Autodrive, meine lieben Freunde, der beste Preis. Mittels Autodrive an unseren Hof ranschmeißen. Hä? Der ist so leer, der fährt jetzt tanken, weil der unter den Wert ist, der eingestellt ist. Wie kann ich das umändern? Das kannst du nicht umändern. Abladen. Doch, da kann man ändern. Das kann man ändern. Kann man doch ändern. Irgendwo kann man das ändern, warte. Finde ich aber nicht verkehrt, wenn er dann tanken fährt, bevor er leer ist. Ja, aber. Linke. Kann ich aber jetzt nicht gerade gebrauchen, er fährt mir nicht ohne das. Distanz, Kollision, Grund. Nix kaputt, oder? Och, nicht schon wieder. Magische Sammlung. Fruchtumfahrung, nee. So. Also bei CP geht das, aber da meine ich nicht. Wo ist die nächste Tanke hier? Ja, der fährt da automatisch hin, aber die ist bei der Reifeisen hin. Nee, aber der fährt nicht dahin. Hier. Ja, doch. Ja klar, der erkennt die ja. Fährt er jetzt ganz außen rum? Wüsste ja klar. Ja, wobei da ist ein direkter Weg hin, nee. Aber ist ja egal, der ist ja schon ganz unten. Jackie, der ist schon bei Feld 33. Ja, doch, dann fährt er ja da hoch aus dem Ort. Leute, wir können kurz einmal voll machen. Jetzt haben wir das hier gemacht, Leute. Boah, dann nehmen wir uns schnell hier mal. Dann haben wir hier tausende Liter an nachzufüllen, wisst ihr, was ich meine? Warte. Ossi, du musst noch was erklären, was du dir gekauft hast. Ja, guck mal ganz flauschig. Habt ihr mal ganz flauschig. Ich glaube, ich weiß nicht, was du hast mit deinem Ball noch, ne? Davon sieht man voll. Ja, ich sag doch, es ist inkompetentes Personal. Ja. Das ist es. Bis 17.000? Für deine ganzen Eierpaletten? Nee. Wallpaletten. Heute ist nicht guter Preis für Eierpaletten, oder wie? Wolle! Nein, ich meine Eier! Ah, ja. Ich weiß, dass du Wolle verkauft hast. ACP-Fahrerlohn ist wieder an. Sehr gut. Wolle ist November, Eier ist November, bester Preis. Okay. Digga, wer hat denn jetzt gerade den Server zum Laggen gebracht? Das ist schon das zweite Mal, ja. Ja, Fabi hat mal wieder gespeichert. Boah, ich hab vielleicht ganz eventuell einfach nur ausgestellt, dass es meiner sich repariert. So, Job erstellen. Feldarbeit. Ist jetzt bei mir da im Gelegge? Ja, freut mich auch gerade. Berechne gerade nur einen Feldkurs. Klatsch. Gut, Leute. Das passt soweit. So, da es für Gier schon angehaut hat und es leider mit meinem Berechnung nicht so ganz aufging. Oder weiß jetzt, wenn ich gekauft hätte, ging's auf. Aber es gab ein Video vorgespult haben, was schönes mit Sonderangebot und zwar mit Leistung. Ist ja eigentlich auch mal möglich, dass jemand anders außer JG hier irgendwie in die was berechnet? Und zwar hier ein neuer 7R. Also nicht neu, gebrauchter. 4 Stunden. Hab gleich die dickste Motorausführung genommen.
Was? Welterkennung läuft. 1,1 Hektar hat. Ja, ich gerade einen Kurs, ich weiß nicht, ob das daran liegt. Der Fan habe ich dafür getauscht gehabt. Wir müssen jetzt zwei Felder ansehen, Leute. Problematik dahinter ist. Digga! Ich muss, Junge! Manchmal kenne ich. Sieh sie aus. So. Saatbett. Nee, das ist Doppelstutz. Ah. Warte mal, Häuschen. Ist das jetzt das so, ist das jetzt so abgeerntet oder ist das gepflügt oder was ist hier gemacht? Mann, was ist denn jetzt hier Phase mit der Maus? Ja, ich komme auch nicht klar. Muss gepflügt werden, nee. Ist das gepflügt oder? Ach komm, Digga, also. Ja, dann. Altwerk. Okay, das ist so ungefähr gepflügt, okay. Das heißt, wir können durchhalten. Wir können durchhalten, das ist wichtig, Leute. Dann können wir unseren T7 spannen. Erstmal uns gepflügt werden. Also mit kein Schwein. Und T7, ja, der ist schon gut. Sehr gut. So. Er braucht aber Dünger, unser Jörn. T7. Willkommen auf dem Hof, Trion. Wir haben uns hier eine gute Idee überlegt, Leute, wie man es gut machen kann. Ich sollte irgendwie in Cash kommen. Ich kann gerade aktuell an Cash kommen. Das ist mir kein Problem, weil meine Zuckerbude fast voll ist. Aber das geht mit der Zeit, Leute. Jetzt Mais brauchen wir, genau. Von mir aus ausbreiten. Gibt es denn so ein kleiner Überladewagen, wo kann man Dünger und Saatgut zugleich reinschmeißen oder gibt es das nicht? Nachgucken. So, Haferkorn an Single, ja. Jo, wir können heute alles außer Weizen und Gerste und Raps ansehen. Ah, der ist tanken gegangen, wie gerade eben gesagt. Gut. Was gibt es so, wie ich mir wünsche, nicht, Leute, leider. Da müsste man fast das Horsepack draufnehmen. Sonst kenne ich das von keinem Pack anders. Leute, dass das geht. Frage ist, wer das braucht. Ich brauche einen kleinen Überladewagen. Oder gibt es den so zum Downloaden? Muss ich mal gucken, Leute. Ob gibt so einen kleinen Überladewagen für hinter den SUV? Reicht eigentlich? So. Boah. Wow. Ah, dein 8R kommt gleich an. Das ist gut. Den kann ich auch menschlich gebrauchen. Hier ist ein Ust mit meinem Mies, nein. Opa. 513 Liter Sacken. Na, ja, der ist endlich angekommen. Der ist endlich angekommen. Du hast kein Werkstattpunkt, der will sich reparieren, Draggy. Kaputt ist. Der darf sich aber nicht reparieren. Dann muss das in CP mal ausstellen. In CP? Ja, da wüsste ich, ja, weiß ich nicht genau, wo. Ja, wobei stimmt. Der hat sich die Elegant festgefahren, danach der. Elegant, okay. Ja. Der hängt an der Türe, wo du aufgemacht hast, oder an deinem Dönerstall. Ich will ja keine Spanngurte drauf machen. Ich habe Angst, dass jetzt der Anhänger ja auch buggt. Wobei der wurde gestern, glaube ich, benutzt und das geht. Ich weiß gar nicht, was du hast mit deinem Gebacke. Ja, ich weiß ja nicht, also ob das Einbildung war oder ob das gestern wirklich geleckt hat. So, das heißt, wir brauchen noch Düngerpalettes. Landhandel oder Reifeisen? Dann noch nicht ein paar Euros. Probieren wir jetzt das einfach unter, das besser aus. Dünger kostet. Hier. Upa!
Warum hab ich denn meinen Pickup umgeschmissen? Ja, Junge, ist doch gut. Nimm doch einfach mal raus. Ja. Vorsicht, Schwertransport, alle außer Bahn. Regie. Ja, Martin, deine Base, Digga. So, können wir den jetzt gerade nicht rausnehmen? Bla. Ich weiß, ich den raus. Hat er gleich schon danach gestellt, ist logisch. Kann ich denn da dafür? Die Reparaturkosten kosten mir, glaube ich, zu viel. Digga, was ist denn? Appa! Kein Geld, was wir reparieren? Armes Bau. Ja, ich hab schon Geld, aber. Reparier denn! Ach, Junge. Ja, ich bin umgefallen. Ja, ich bin schon früh umgefallen, glaube ich. Digga, dafür bleibt er drin. Ist ja auf jeden Fall safe, Digga. Oh, wer macht jetzt schon wieder so ein Aros? Ah, der kleine Rabegruber, der macht die Meters. Was für Rabegruber ist am Sonnen Gebot? Ja, guck mal. 4000 Euro. Würde ich mir kaufen. Kann ich auch bieten? Ja, kannst du. Wirklich? Also nee, nicht im Sonderangebot, du kannst ihn so bieten. Kein Sonderangebot bieten. Ich brauche ihn. Warte, wir haben eine Wiese. Für was? Das ist so ein Feld. Oh, Digga. So ein Feld macht. Ja. Braucht man einen Flug unbedingt oder kreist eine Gruppe? Kommt drauf an, wenn der Boden Dings. Wenn der Boden. Der Boden ist bodisch. Wenn der Boden so eine Art Feldtextur hat, dann kannst du auch mit dem Grubber da durchhalten. Was weiß ich, was eine Feldtextur ist? Was die, ja, meine Wiese, yo. Eine kleine. Die unter Jackies Hof. Nein. Ach, die da oben. Oben, kleine da. Ja, warte. Die kannst du, glaube ich, so mit dem Grubber untermachen. Gucken wir Kongressa Quanta. Ja, genau, Digga. Als ob ich den repariere, Digga. 14.000 Euro für die Reparatur? Ja, du wolltest halbe Reparaturkosten ja nicht mit draufnehmen. Ja, von mir aus können wir es rauchen. Lass mich draufnehmen. Halbe Reparatur- und Wartungskosten. Wobei, ich weiß nicht, ob wenn du halbe Reparatur- und Wartungskosten hast, ob das dann nicht generell auch nur noch die Hälfte bringt. Wäre schlecht. Ja, ob dann halt wirklich auch nur das, was du halt reparierst, okay, der drauf kommt. So. Würde aber irgendwie Sinn machen, ja. Ja, wobei theoretisch. Ja, ja. Vorwärts! Es ist ein Abschaum hier alles. So, dann lassen wir das mal pflügen, Leute. Also besser gesagt, Tiefenlockern. Wie viel braucht ein Flug eigentlich? Tiefenlockern? 420. Ach! Dein 7R dann auch. Ich glaube, dein 7R hat mehr Leistung als mein 8R, glaube ich. Moment. Wer hat denn da noch der? Warte, kann ich dir sagen? Der hat den 280er. Der hat im Moment 326. Der 388. Ja, sag ich. Warum brauchst du ihn? Ich muss hier ein Feld niedermachen, kannst du gerne haben. Nachher. Ja. Kannst du ja ausleihen. Geht diesmal aufs Haus. Ja, ist klar. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt will er sich die Reparaturkosten wieder reinholen. Ja. Nee, die Reparaturkosten von Tiefenlocker sind nicht so groß. Nee, vom 8R. Nee. Ich find's eigentlich im letzten Mal wieder lustig, aber 8R, wie hieß der Schlepper so von vorn, von der Motorhaube her? Guck auf die PS, die 200 war quetschte, mal 300. Ja, das stimmt. So. Minion, das müssen wir anders machen. Ja, nee, wie schon gesagt, du darfst den gerne haben. Also, weißt du es. So, Nee, du wirst uns nicht mehr so. Du bist rauslöschen, aber hab ich schon los. Braucht 420, braucht aber niemals die 420 der Tiefenlocker. Das habe ich schon im 19er gesagt, dass er das niemals braucht, Leute.
Und das ist halt so. Ja gut, auf der Kurve ist es halt gut merken dann. Der Kurve ist es merken auf jeden Fall. Also im Far Brothers Projekt, Leute. Da kommt mir ein Projekt ins Auge. Au. Im Far Brothers Projekt, da, Leute. Da. 280 gezogen, oder? Genau, nicht? Mit ja. Der Massenfusch hat 280, glaube ich, und ich habe ihn gezogen. Das kann Ding. Fabi's Träger hatte auch 280 PS. Sein Fan, und der hat ihn auch gezogen, ohne Probleme, Leute. Deshalb ist das so eine Sache. Ich glaube nicht, war das ein 650 Volt heute? Ich glaube ja. 650, ja. Waren eigentlich mit den Leistungen relativ nah beieinander. Gut, sagen wir mit Absicht ein bisschen mal. Digga, das ist doch wieder so krass. Krass, Gras. Mann, heftig! Dass die Schafe eigentlich kaum was fressen an Gras oder sowas. Ja, wobei heftig wie wenig von meiner Wiese hier runterkommt, wo ich gedacht habe, da kommen 4 Ballen runter. Wie viel Ballen kommt denn runter? Ja, ich mache jetzt 1,25er. Ja. Da habe ich bis jetzt einen runter. Aber ich glaube, 2 könnten es werden. Oh. Digga. 182.000. Reicht doch auch mal. 200.000. Wobei müsste eigentlich vollkommen ausreichend sein. 2 Ballen und dann kann ich die ja 3 oder 4 Mal schneiden, also von daher. Boah, Alter. Wer hat denn? Wer hat? Alles gut. Ja, ich folge schon nach mit der Maus. Hä? Für wie können wir die Eier verkauft? Weiß das noch jemand? Für wie viel Geld? Digga, was ist denn hier schon wieder? Die Eier gehen normal für 2,4 weg dieses Jahr. Im November. Weil es jetzt bei 1,6 sind. Weiß ich gar nicht, so hoch ist. Hä, Leute, was ist denn? Wie viel ist da drin? 1000 Liter oder was war das? 1400. Das verstehe ich auch nicht. Nein! So 1000 Liter. Nein! 1400. Nein! Denn jetzt. Das kann doch nicht wahr sein, so ein Ach. Teufel auch immer. Was ist denn los? Ich hätte nicht booten sollen, Leute. Das passiert mir, wenn ich wie irgendwas wieder mache. Oh, und dann sieht ihr, was passiert. Dreck, was passiert? Ja. Wenn ich sie sage, dann fängst du anfangen zu lachen. Ja, und zwar. Na, deshalb sage ich es ja nicht. Ja, doch, komm hau raus. Will wir lachen. Der hat ja mal den ganzen Tag noch nicht gelacht. Aber auch. Ich kann den nicht mal befüllen, Leute. So traurig, wie das ist. Was ist denn los? Alles gut. Hau raus, jetzt ha! Ich nicht gesehen, ab! Ja, tust du schon vor, als wenn du dich ein bisschen abschauen müsst, aber. Alter! Leute, wir sind ja doch schon bei 18 Minuten, also wenn das Spiel crasht, ist ja kein Ding. Hey. Und? Dann erst speichern, stopp! Ist denn dein Resume? Was hast du heute vor? Ja und? Masse? Ah nee, ich weiß, was dein Problem ist. Hast du gespeichert? Ja, sein Hänger hängt. Nein, nicht mein Hänger. Schade. Sind jetzt weg? Menschlich gesehen, Abschaum, hey, Digga. Die sind weg, nee, die sind doch da. Wie, die sind da? Sind doch weg. Menschlich gesehen, einfach Abschaum, Digga. Aha, sag mir bloß, dass die Fläche gebackt hat. Und jetzt nein, die hat nicht. Nein, nein. Nein. Digga, wer spielt schon wieder mit Puff? Du! Ja, ich brauch sie ja gerade. Ja. Das ist mich sogar da. Digga, so ein... Ich kann sogar meine Feldränder mähen. Kann ich noch mehr Ballen. Oh, da liegt so 3 Ballen, ne? Na, 3 habe ich jetzt schon.
Ja, ich 5 oder so. Nice. Jetzt probiere ich das ja, anders, Wildlader. Jetzt probiere ich es doch wieder auf mein Pickup. Nein! So, und so, jetzt fahren, Leute. Und dann geht das. Boah, ich weiß es nicht, ob ich es riskieren soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Menschlich gesehen abschaum, Leute, weil ich jetzt 1800 plus einen halben Big Bag in die Luft gejagt habe. Ah! Alter, was ist denn jetzt, Phase? Standbild. Ich hab gerade. Ah, nee, gemäht. Nee, ich fahre auch noch weiter, wir fahren noch weiter. Ja, ja, ich weiß, ich hab gemäht, obwohl ich stehe. Ja, ja, auch schon wieder auch eingesammelt. Ich presse gerade zusammen, ich presse gerade aber die Schwaden hier vorne weg. Wisst ihr aber, was ich für ein Problem habe? Ja, komm. Ich höre keinen Sound. Guck mal in die Lok rein, Alter. Ich will hier reingucken. Oh! Alles der Top. Ja, Lua? Das kam. Drück nicht Escape. Ja, der Fehler war bei. Hab ich mich gespoilert jetzt? Ja, war schon. Nein, ich glaube nicht. Oh, ja. Wir sind schon Sonntag vom nächsten. Nee, du spoilerst nicht. Der Fehler war bei mir bei der Stadtmacher auch. Bei mir auch. Gut, aber wir waren dran, meine Freunde. Ich war dran, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, ich probiere es nochmal mit Speichern. Wenn jemand nicht, bitte nicht, bitte, ich kann speichern. Super. Ich habe auch 5 gespeichert. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, ja. Oh. Ich kann Curse bedienen. Nein. Kann ich auch nicht. Gut. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abo da lassen und unbedingt zunächst mal bei euch schauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.